Willkommen bei telekom.tarife-angebote.de. Wie viele Kunden mittlerweile wissen, stellt die Telekom die Telefonanschlüsse von der alten analogen und der ISDN-Technik auf die aktuelle IP-Technologie um. Viele Kunden nutzen aber noch ISDN-Endgeräte oder ISDN-Telefonanlagen und möchten diese auch am IP-Anschluss der Telekom weiterverwenden. Um das tun zu können, benötigen sie beispielsweise den SpeedPort ISDN Adapter. Dieser ist kompatibel zu der aktuellen Telekom SpeedPort Modellreihe, beispielsweise dem SpeedPort Hybrid Router, aber auch zum W724V, dem SpeedPort Neo, dem Entry oder Entry 2. Diese Router verfügen selbst eben nicht über eine Anschlussmöglichkeit für ISDN Geräte, sondern eben nur für analoge Telefone oder DECT Geräte und mit dem SpeedPort ISDN Adapter und einer entsprechenden Netzwerkverbindung können Sie eben auch diese Router kompatibel machen für Ihre alten ISDN Geräte. Ich zeige Ihnen nun den Lieferumfang dieses ISDN Adapters. Das ist zum einen das Gerät selbst. Auf der Vorderseite neben dem Telekom Logo einfach nur eine Statusleuchte. Auf der Rückseite die Möglichkeit, das Gerät an die Wand anzuschrauben. Und auf der Unterseite haben wir zum einen eine LAN-Schnittstelle für die Verbindung mit dem SpeedPort-Router und hier dann die beiden ISDN-Schnittstellen für Ihre ISDN-Endgeräte. Zum Lieferumfang gehört dann natürlich eine Anleitung. Sie benötigen ein Netzteil, um das Gerät an den Strom anzuschließen. Und zum Lieferumfang gehört ebenfalls direkt ein Netzwerkkabel, um das über die bereits erwähnte LAN-Schnittstelle mit Ihrem SpeedPort-Router verbinden zu können. Ja, das unsere kleine Information zum SpeedPort ISDN-Adapter.